Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine etwas außergewöhnliche Kartenidee, würde ich sagen. Denn diese Karte ist ein Adventskalender und eine Karte in einem. Und ich habe mir da verschiedene Sachen gedacht und wollte euch da ganz viele verschiedene Ideen dazu geben. Also grundsätzlich sieht die Karte so aus. Die ist also sehr, sehr groß vom Format. Denn die hat hier unten diese Besonderheit, dass hier kleine Häuschen sind. Und das sind eben nicht nur Häuschen, die aufgeklebt sind, sondern man sieht hier, das sind Verpackungen. Ihr seht hier, sind zwei geprägte Elemente, in der Mitte ist gestempelt, ein paar schöne Sprüche, lass dich vom Advent verzaubern. Das passt natürlich perfekt für 4 Adventssonntage oder hier, ich wünsche dir viele kleine Sachen, die dir große Freude machen. Bezieht sich dann vielleicht auf die Geschenklein, die da drin sein können. Und wenn ich jetzt hier das Häuschen rausnehme, ist das die erste Idee, dass ich nicht mal einen Deckel drauf habe, sondern dass ich das einfach nur hier reinschiebe. Wenn wir jetzt hier das als Adventssonntagskalender sehen würden, dass ich Sonntag 1, Sonntag 2, Sonntag 3, Sonntag 4, die 4 Adventssonntage immer eins öffnen kann. Ihr könnt natürlich auch hier vorne noch Zahlen drauf machen, die 1, 2, 3, 4 oder so. Auch hier oben an die Häuschen könnte man das hinmachen. Die erste Möglichkeit, wie ihr das zumachen könnt hier hinten, wäre diese, dass man hier mit Magnetverschluss so einen kleinen, das ist halt süß, weil es so klackt, so einen kleinen Verschluss hat. Und da dann zum Beispiel so eine kleine Botschaft reinmacht. Ich habe jetzt hier Odo Leckere aufgestempelt und innen rein gibt es einen Gutschein zum Frühstück zum Beispiel. Das ist jetzt nur meine Idee, was man machen könnte mit diesen 4 Geschenklein, die man hier verpacken könnte. Dass man vielleicht nicht nur Schokolade verschenkt, aber es würde vielleicht auch ein bisschen Schokolade reinpassen. Spricht ja nichts gegen Schokolade. Aber dass man auch zum Beispiel solche kleinen Zeitgutscheine oder sowas schenken soll. Oder mal einen Thermenausflug oder wie auch immer, wie mir das schenken wollt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn man da eben ein paar solche Gutscheine zum Beispiel reinbastelt. Dass man dann auch ein richtig wertiges Geschenk haben kann. Hier habe ich jetzt die nächste Variante, wie ihr das verschließen könnt, indem ihr da so eine kleine Lasche macht, die finde ich eigentlich tatsächlich fast ein bisschen besser wie das mit Magnet. Ich mag Magnet sehr gerne, aber ich finde, dass es fast ein bisschen zu dick hier hinten aufträgt bei dem Magnet. Aber kann man durchaus machen. Und mit so einer Lasche könnte man es auch einfach versehen und hat dann hier auch so ein kleines Fach und ein Deckelchen drauf. Hat es noch bestempelt, sieht natürlich auch schön aus. Hat so eine weitere Idee, was man da machen kann, um was Schönes zu verstecken. Und beim letzten Häuschen habe ich mir noch gedacht, also das ist die vierte Variante, die ist einfach nur mit einer weißen Lasche. Genauso wie die bestempelte, wäre auch eine Möglichkeit. Genau, dass man eben die Häuschen süß verpackt. Wenn ihr jetzt einen Adventskalender basteln wollt, aus diesem einen Stempelset oder aus den beiden, also Sterne und Häuschen, falls ihr beides habt, müsst ihr aber nicht, könnt ihr das natürlich auch einfach so als Adventskalender basteln. Ihr könntet das so machen, dass ihr 24 von diesen kleinen Verpackungen bastelt und die dann schön aufstellt. Mit Deckel oder ohne ist euch überlassen, also das wäre jetzt ohne. Und wenn man die alle nebeneinander stellt, hat man auch einen ganz tollen Adventskalender. Und das ist auch sehr schön, wenn man die zum Beispiel mischt. Hier den vorderen Bereich habe ich auch embossed, also dass es noch ein bisschen mehr Glanz hat. Muss man nicht, aber bietet sich, finde ich, bei einem Adventskalender an. Oder ihr macht es bunt. Also auch hier habt ihr unendlich viele Möglichkeiten. Und ihr könnt natürlich diese Verpackung auf alles anpassen, was ihr möchtet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel kleine Teelichter verschenken wollt, in dieser Karte kann man natürlich auch zu jedem Adventssonntag ein kleines Teelicht. Müsst ihr die Box an euer Teelicht anpassen, dass die ein bisschen größer ist. Ich habe jetzt hier nur ein elektrisches Teelicht da. Das passt minimal nicht ganz rein. Also wenn ihr die Packung einfach ein bisschen größer macht, dann könnte man das bestimmt auch mit einem normalen Teelicht machen. Achtet nur darauf, dass ihr natürlich auch von der Höhe dann guckt, dass hier die Maße müsst ihr natürlich dann anpassen. Aber das wären so ein paar Ideen schon mal allein für dieses Stempelset, für dieses Standset, für die Möglichkeit daraus einen Adventskalender zu machen mit 24 Türchen oder so eine Karte mit 4 Türchen für jeden Adventssonntag. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten und das war wirklich das allererste, was mir zu diesen beiden Sets eingefallen ist. Wow, ich kann euch auch mal hier oben einblenden. Ich habe auch mal so mit einem Tannenbaum so einen Adventskalender gemacht oder so ein kleines Tischgoodie könnt ihr natürlich auch machen. Das war, glaube ich, damals ein Tischgoodie. Aber geht natürlich auch, wenn ihr Nummern drauf malt, stempelt, stanzt mit 1, 2, 3, 4 bis 25 bis 24 auch als Adventskalender super. Oder als kleines Gastgeschenk für den Tisch, wenn ihr sagt, heute kommen Gäste, dann haben die da gleich ein kleines süßes Goodie. Also viele Ideen gleich am Anfang und wir starten jetzt mit dieser Idee, mit dieser Adventskarte. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür braucht. Ich starte so ein bisschen mit dem Material. Ich habe als Grundkarte jetzt für diese neue Karte
Granit benutzt. Die Karte, die ihr gerade gesehen habt, war ein Schiefergrau. Das ist nur ein kleines bisschen um. Pfauengrün wird auch verarbeitet sein und natürlich Grundweiß extra stark werden auf jeden Fall meine Hauptfarben sein. Und noch eine Hauptfarbe gibt es und das ist Malve. Ich möchte diesen Kalender nämlich jetzt in diesem Ton machen und gucken, wie das aussieht. Also mal schauen. Genau. Und dazu brauche ich folgende Maße. Ich nehme meine Grundkarte, das ist einfach ein DIN A4 Papier und schneide mir das zu. An der kurzen Seite auf 20,1 cm. Es geht auch auf 20, aber mit 20,1 ist es dann eben perfekt ausgemittelt für unsere Einschnitte, die wir unten dann auf die Karte drauf machen müssen. Also da habt ihr noch so einen kleinen Reststreifen. Und die lange Seite kürze ich mir zu auf 28 cm. So haben wir wirklich eine ganz, ganz große Kartenform. Und falze mir das Ganze in der Mitte bei 14 cm. So, das ist unsere richtig, richtig große Kartenform. Theoretisch könntet ihr die vielleicht sogar auch hochkant machen, dass ihr hier die Schnitte reinmacht, aber wir machen sie quer. Dann brauche ich noch ein Stück Papier, das ist mein Aufleger, in diesem Fall jetzt in Malve. Der hat das Maß 10,5 in der Höhe. Und ich möchte das gerne auf 19,5 kürzen. Also 19,5 mal 10,5 ist dann der Aufleger. Der kommt dann hier oben drauf, dass man unten noch den Bereich hat mit den kleinen Türchen. Dann haben wir einen Aufleger, brauchen wir in Grundweiß, nehme ich den jetzt. Das ist ein Papier mit dem Maß 10,5 mal 10 cm. Das werden wir gleich prägen und dann nochmal schneiden. Und ich habe für Innenreihen brauche ich noch eine Grundkarte mit dem Maß 18,8. Mal gucken, 18,8. Mal 10,5 cm. Ich habe euch die Karte, glaube ich, noch nicht mal von innen gezeigt. Das muss ich natürlich noch nachholen, denn wir haben auch hier innen noch richtig schön Platz. Da gehört dieses Teil ja auch rein, für eine Innenkarte, wo man auch noch ganz viel schreiben kann. Und das hatte ich eigentlich auch bestempelt. Ich habe nur gerade gemerkt, das habe ich mir vorher aus Versehen auseinandergeschnitten. Das lag hier nämlich noch rum und ich habe ja gerichtet und jetzt habe ich es mir auseinandergeschnitten. Okay, also kann passieren, können wir gleich noch ändern. Hier an der Seite habe ich noch einen Streifen, der ist in dem Fall auch geprägt. Dann sieht es nochmal schöner aus und hier hat man wirklich auch die Möglichkeit, nochmal einen großen Gutschein reinzumachen oder wirklich viel Sprüche oder eine schöne Weihnachtsgeschichte. Wenn ihr in ein Kästchen zum Beispiel eine schöne Weihnachtsgeschichte reinmacht, könnt ihr die natürlich auch hier innen reinbauen. Also ihr habt da wirklich viele Möglichkeiten, würde ich sagen. Genau, also das ist unser Innenteil und dann brauche ich noch einen Streifen, der mir das ganze Innenteil dann ein bisschen hebt. Und zwar ist der 3 cm in der Höhe mal 13,5 cm. Den werden wir uns dann auch noch prägen. Den lege ich mal auf meinen Prägestapel, dass wir das dann für innen haben. Und dann brauchen wir die unterschiedlichen kleinen Kästchen. Viele habe ich schon hergerichtet, 3 Stück. Aber wir machen das natürlich auch zusammen. Und ich glaube, ich fange jetzt auch gleich mit dem an, weil ich das schon da habe. Jetzt könnt ihr es so machen wie ich, dass ihr gleich mehrere auf einmal macht. In meinem Fall sind es jetzt 2, mache ich gleichzeitig, aber ihr könnt natürlich auch mehr auf einmal machen, je nachdem wie ihr euch den Streifen zuschneidet. Für diese kleinen Grundkästchen und für meine Maße, diese kleine Box hat das Maß 3,5 x 3,5 ungefähr. Dann wisst ihr, was ihr da reinpacken könnt. Also so ein süßes kleines Schokobon würde da super reinpassen. Ich nehme auch an, dass diese anderen leckeren Süßigkeiten hier Platz haben, aber das könntet ihr austesten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Maße sind, aber das passt jetzt zum Beispiel hier super rein. Nur, dass man so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat. Wenn ihr die größer macht, dann müsst ihr jetzt natürlich die Maße verändern. Aber meine Box ist 3,5 x 3,5 und deswegen benutze ich ein Stück Grundweiß in dem Maß. Das hat jetzt, dass ich nichts Falsches erzähle, 13 cm in der Länge und 6,5 in der Breite. Und ich falze mir das außenrum bei 1,5 cm jeweils. Ich mache jetzt gleich 2 auf einmal, dass ihr euch nicht wundert. Dann geht es ein bisschen flotter. Wenn man jetzt 24 machen müsste, dann verlängert euch das Papier natürlich, dass ihr dann gleich noch mehr auf einmal machen könnt.
Und jetzt schneide ich mir das zu auf 6,5 cm. Wenn ich also nur eins machen möchte, mache ich mein Papier 6,5 mal 6,5 cm und falze es mir auch einmal außenrum bei 1,5 cm. Es muss dann so aussehen, dass ich immer 1,5 cm vom Rand weg eine Linie habe. Dann habe ich mein Innenmaß mit 3,5 cm und einen Rand von 1,5 cm. Und wenn ihr das vergrößern wollt, dann braucht ihr eben ein Innenmaß von zum Beispiel 4 mal 4 cm. Das heißt, ich habe 1,5 plus 4 plus 1,5. Also das wären dann 4, 5, 6, 7 cm mal 7 cm würde mir alles um über 1,5 falzen und hätte dann mein Kästle. Also ganz kurz, es ist ein bisschen ein Geschmier, ich weiß, aber zum Erklären, glaube ich, passt es. Ich mache mir einen Rahmen, den lege ich selber fest. Zum Beispiel 1,5 cm, 2 cm, je nachdem. Dann habe ich ein Innenmaß. Wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt zum Beispiel 4 cm haben, weil ihr das Teelicht reinkriegen wollt oder so. Und ich brauche natürlich auch auf der anderen Seite einen Rahmen. Deswegen zähle ich dann 3,5 plus 1,5 plus 1,5 zusammen, habe 6,5. Mein Papier ist dann 6,5 mal 6,5 cm. Wenn ich sage, innen soll es 4 cm haben, außen passt der Rand, habe ich 1,5 plus 4 plus 1,5 wäre 7 cm und hätte 7 mal 7 cm. Ich glaube, es ist schon klar, was ich da meine. So könnt ihr eure Boxengröße dann immer perfekt anpassen. Okay, ich habe jetzt das eine fertig und bei dem anderen fehlt mir natürlich noch die eine Falzlinie. Die mache ich mir nochmal rein. Bleibt natürlich auch bei 1,5 cm und dann habe ich zwei vorbereitete gefalzte Kästchen, die ich mir jetzt zuschneide und dann weiterarbeiten kann an denen. Und dann mache ich so, da gehe ich einfach an der Falzlinie hoch, einen Schnitt, bis zur Falzlinienüberkreuzung und schräg mir das so ein kleines bisschen an. Und diesen äußeren Rand schräge ich mir auch so ein kleines bisschen an. Seht ihr das gut? So mache ich das hier auf der rechten Seite und auf der gleichen Seite auf der linken Seite. An der Falzlinie hoch bis zur Überkreuzung. Bisschen abschrägen. Und dann den Rand auch noch ein bisschen abschrägen. Und dann drehe ich mir das einmal so hin, dass meine geschnittenen Linien jetzt nach oben zeigen. Und mache das unten genau gleich. Dann sieht das Ganze so aus. Das mache ich dann natürlich mit beiden. Beziehungsweise wir brauchen es ja dann viermal, wenn wir diese vier Teile machen. Ich zeige es euch jetzt immer anhand von einem Muster, dass das Video nicht zu lang wird. Und dann falze ich mir alle Falzlinien einmal sehr gut nach. Und klebe mir diese Box schon zusammen. Und da würde ich euch als Tipp sagen, die zwei langen Laschen, die biege ich mir immer so ein bisschen nach unten und die anderen stelle ich schon so ein bisschen auf und fange mit einer Seite an. Das heißt, ich klappe mir diese beiden so ein bisschen ein, nehme mir dann einen Flüssigkleber und klebe mir zuerst mal die eine Seite an. Also am besten so halten, Flüssigkleber drauf machen und dann diese Lasche wieder hochklappen. Und dann das schön ankleben und auch ein bisschen halten, weil das braucht natürlich ein paar Sekunden, bis es fest wird mit dem Kleber. Und so mache ich es an der anderen Seite auch. Ich klappe mir die wieder ein, den anderen so ein bisschen weg, dass er mir nicht so im Weg umgeht, diese Lasche. Und klebe mir dann auch diese Seite fest. Und so habt ihr wirklich ganz einfach so eine kleine Kiste. Jetzt kommen diese Hauptdarsteller, die ich wirklich sofort als Adventskalender gesehen habe im Katalog. Und zwar habe ich jetzt hier einmal die süßen Sternchen und wenn ihr die Häuschen eure Favoriten sind, wäre das die herzigen Häuschen. Da blende ich euch die Bestellnummern ein. Ich halte sie hier kurz hin. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Das sind jetzt nur die Stempelsets und ich blende euch aber auch die Sets zusammen mit den Stanzen ein. Also wenn ihr die Stanzen und das passende Stempelset bestellen wollt, es gibt für beide Handstanzen und das finde ich ist einfach nur perfekt für Adventskalender oder kleine Goodies oder so, weil das einfach viel schneller geht, wie wenn man das immer durchkurbelt. Wenn man 24 Stück macht, dann ist ja mit dem Stanzen, ist das ruckizucki passiert. Genau, und die habe ich mir jetzt schon mal aufgeembossed in Gold, Silber und Kupfer und werde mir die jetzt ausstanzen. So habe ich es mit den Häuschen und mit den Sternchen gemacht, beziehungsweise gibt es ja hier auch noch einen Nikolaus
und ein Engelchen, habe ich mir sagen lassen, das ist ein Engelchen. Ich habe immer das als Kuchenbäckerin gedeutet, aber ich finde, man kann es wirklich auch als Engelchen sehen. Das finde ich passt dann noch viel besser zu Weihnachten. Genau, einfach embossed. Ihr könnt es aber natürlich auch in Farbe aufstempeln. Ihr könnt auf einen anderen Untergrund stempeln und die alle bunt machen. Das ist kompletter Geschmackssache. Ich fand es einfach weiß in weiß mit Gold, Kupfer und Silber sehr schön. Und so klebe ich mir den jetzt hier vorne auf eine Seite auf. Ich habe ein bisschen drauf geachtet. Man sieht ja hier ein bisschen diese Klebelaschen, dass die an der Seite sind. Ich weiß nicht, so fand ich es irgendwie am stimmigsten. Und jetzt klebe ich mir hier unten nur ein kleines bisschen Kleber an die Füße hin. Dann hebt es super und es kommt an der Seite nichts raus. Und auch hier ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht so weit runter geht, dass die Füße von den Sternchen von dem Nikolaus nicht weiter runter schauen, als die Verpackung unten ist. Und so hättet ihr schon ein Gastgeschenk oder einen Adventskalender, wo ihr dann zum Beispiel Küsschen oder irgendwas anderes reintut und dann so einfach vielleicht habt ihr was Schönes zum Drapieren so hinstellt oder bastelt euch da noch was. Dann wäre das ja schon mal der erste Adventskalender oder das erste Gastgeschenk. Okay, so, ich habe meine vier schon vorbereitet und würde jetzt weitermachen, weil ich finde, es wäre halt schön, wenn ich euch auch zeige, wie diese dann verschlossen werden. Zum Beispiel wie das hier. Und dazu benutze ich jetzt einen kleinen Streifen und der hat das Maß 5,5. Mal 3,5 cm. Das ist also mein Deckel. Den könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Aber ich zeige euch auf jeden Fall, wie der geht. Und ich mache mir jetzt an der langen Seite, also an der 5,5 cm Seite, eine Falzlinie bei einem Zentimeter. Ich lege mir das immer hier rechts an, falze mir das einmal bei 1, drehe mir diese Falzung nach links und falze mir jetzt nochmal bei 4,5 cm. Also bei 1 cm und 4,5. Dann habt ihr hier fast die gleichen Abstände. Das ist minimal unterschiedlich. Und das ist jetzt meine Klappe. Das heißt, diese etwas minimalistisch breitere Lasche, die klappe ich nach unten. Ist aber auch egal, wenn es die andere ist. Und die andere Lasche klappe ich nach oben. Wenn ich das jetzt so hinstelle, sieht das so aus. Und das wird jetzt mein Verschluss hier hinten, wenn ich an diese ein bisschen dünnere Lasche auf diese, wenn das so vor euch steht, ist jetzt ein bisschen schwierig zum Erklären, so, wenn das so vor euch steht, dann mache ich hier auf die Vorderseite ein Klebeband drauf. Klebe mir diese Lasche dann so auf die Rückseite von meinem Stern. Also es ist sehr logisch, wenn ihr das vor euch stehen habt, dann ist das ganz klar. Und diese Lasche hier hinten, die schräge ich mir so ein ganz kleines bisschen rechts und links, aber wirklich nur ganz wenig ab. Und baue mir die dann als Lasche hier hinten rein und habe dann den Verschluss. Wenn ihr das nicht haben wollt, könnt ihr das mit Magnet machen. Ich habe einen Magnet hier unten reingemacht und einen vorne drauf, dass man das auch sieht. Fand ich ganz süß, wie so eine kleine Schatulle. Oder ihr stempelt da vorher noch drauf und klebt es euch dann an, aber so habt ihr den kleinen Adventskalender auch ganz schön verschlossen. Und wenn ihr das Ganze etwas höher machen wollt, wenn ihr ein bisschen mehr reinkriegen wollt vom Inhalt, passt euch diesen Rand an, das ich euch vorher erklärt habe, macht das höher und habt dann so die gleiche Verpackung. Also man muss nur ein bisschen gucken, dass man dann vielleicht nicht über den Stern rauskommt, aber man kann diese Box natürlich auch höher machen, wenn euch das zu flach ist. Genau, also so wäre die Möglichkeit, dass ihr jetzt hier vier Verschlüsse macht. Ich lasse es jetzt bei einem und zeige euch einfach, wie es weitergeht bei der Karte und baue das dann nachher rein und kann das dann immer noch nachträglich zusammenbauen. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen uns gleich mal unser Paketchen zum Prägen und die Maschine und nehme den Prägeform Zauberhaftes Schneegestöber. Die hat diese Bestellnummer hier unten, da mosert meine Kamera, ich glaube, ich blende es euch einfach ein. Und da lege ich mir jetzt beide meine Papiere ein, die ich geprägt haben möchte. Nicht ganz so, eher mal in die Mitte. Und weil es eine dicke Prägeform ist, habe ich unten nur die dicke Stanzplatte, nur die dicke und oben drüber die Spezialplatte Nummer 4. Dann kann ich das gleich so schön durchkurbeln und habe ein richtig schönes tief geprägtes Papierergebnis.
Wenn ihr die Stanzmaschine schon da habt, habe ich für den Rest der Karte auch noch einiges damit vorbereitet. Ich habe mir zum Beispiel die Etiketten ausgestanzt. Da zeige ich euch nachher auch die Stanzformen. Ein großes und ein kleines und die passenden Fähnchen dazu, die sind alle in einem Set. So. Ich nehme mir jetzt noch mal kurz meinen Papierschneider. Ich muss hier eine Diagonale schneiden und zwar an der Seite. Ich schaue mal, ob es andersrum überhaupt drauf passt. Ja, genau. Also es darf nicht so geschnitten werden. Legt euch das gerne auf, damit ihr es richtig macht, sondern es hat, wenn ich das auflege, hier so einen leichten Rahmen. Und jetzt schneide ich von hier oben bis hier unten einmal quer durch, damit ich dann nachher rechts und links davon so eine schöne Ecke habe. Also einmal auflegen und gucken, dass wir die richtige Seite schneiden, dass das dann nachher nicht passt. Und das nehme ich mir jetzt auch gleich mal hierher. Also das kommt dann nachher so da drauf. Und ich mache es jetzt so, dass ich mir den Hintergrund noch ein bisschen stempel. Ich nehme mir also als Farbe Pfauengrün und werde pfauengrüne Schneeflocken aufstempeln. Ich weiß, weiß wäre jetzt besser und embossed wäre auch ganz cool, aber das würde jetzt den Rahmen vom Video ein bisschen sprengen. Deswegen, ihr seht es so auch ganz gut, glaube ich. Ich könnte natürlich auch embossen, das wäre auch wunderschön. Ich mache hier so ein bisschen in die Mitte zweimal die Schneeflocken. Und dann klebe ich hier an der Seite einfach diese Elemente noch drüber. Dann zieht man die so ein bisschen durch und hat hier vorne Schneeflocken und innen drin, das ist natürlich total schön. Und das mache ich auch einfach mit Flüssigkleber. Ich wollte mich an dieser Stelle nochmal bedanken, weil ich bei dem vorletzten Video, da habe ich so eine Mäusekarte gemacht. Und dann habe ich mal hingeschrieben, ob das überhaupt interessant ist, wenn ich mehrere Karten zeige und so lange Videos mache. Das war bei dieser Karte. Das Video dazu kann ich euch hier oben einblenden. Und ich wollte mich bedanken, weil ich so, so viele liebe Kommentare von euch bekommen habe, dass euch das Spaß gemacht hat, dass ich mehr gezeigt habe und dass es nicht schlimm war, dass ich eben mal, also dass das Video halt länger war einfach, aber dass euch das trotzdem gut gefallen hat. Und ja, zu diesen vielen Kommentaren wollte ich einfach wirklich ganz herzliches Dankeschön sagen, weil das eine tolle Rückmeldung war, weil jetzt, wenn wir die Google Analytics anschauen, bei uns in unseren Videos, ich in meinen Videos, so muss ich sagen, dann hat man ganz oft, dass man nur ein paar Minuten die Leute das Video anschauen und das ist halt, wenn ein Video eine Dreiviertelstunde dauert und man weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, manchmal gar nicht so einfach, dass man das dann versteht. Und dann denkt man sich, wow, krass, die schauen das nur ein paar Minuten an. Und ich habe da halt gefragt, ob ihr bis zum Ende des Videos dabei wart und da kamen so viele Rückmeldungen, dass ich da echt happy drüber bin. Vielen herzlichen Dank dann nochmal an der Stelle. Ich habe jetzt schon ein bisschen weitergemacht nebenbei. Ich habe Sprüche aufgestempelt und werde mir jetzt auch hier die Etiketten einkleben. Das mache ich hier in den Hintergrund, weil ich das irgendwie ganz cool fand. Das passt sehr gut zusammen. Aber ich zeige euch natürlich gleich, wo ich das her habe. So, das ist mal das eine. Und zwar habe ich hier das Stanzformenset und das Stempelset Wunderschöne Weihnachtszeit benutzt. Da habe ich alle Sprüche raus, also diese beiden habe ich benutzt und eben auch die Stanzformen. Die fand ich auch gleich sofort total cool. Das sind diese beiden und eben auch diese Fähnchen. Das ist alles in diesem Set. Die Fähnchen habe ich aus Pfauengrün ausgestanzt und der Rest ist auf Grundweiß und darauf eben bestempelt. Und da gibt es auch ganz tolle, viele Sprüche und schöne Möglichkeiten, was zum Zaubern, finde ich. Und was ich hier noch mache, ist, dass ich auch bei dem kleinen Etikett so eine kleine, ja, so ein kleines Fähnchen in den Hintergrund machen wollte. Und dass es nicht zu lang ist, habe ich mir das einfach durchgeschnitten und klebe mir das jetzt ein bisschen verkürzter auf. Das finde ich, sieht auch noch ganz hübsch aus. Und zwar einfach so ein bisschen nach oben und nach unten versetzt, dann hat man da auch einen richtig schönen Hintergrund, finde ich. Okay. Und dann habe ich so gemacht, weil man ja hier bei diesen Etiketten auch diese schönen Etikettenränderhalter für Bänder hat, wollte ich das auch benutzen. Genau, und dazu benutze ich hier so ein schönes Glitzerband und einfach eine silberne Kordel, wo ich mir das Ganze noch ein bisschen verziehe. Und zwar an der einen Seite habe ich es jetzt schon gemacht. Ich ziehe mir das Band einmal von einer Seite bis zur anderen komplett unten durch. Und mache mir dann auf der anderen Seite einfach noch ein Schleifchen rein. Das ist einfach zu Dekorationszwecken. Und dass das dann natürlich noch so ein bisschen glitzert und glänzt und funkelt. Wir können nachher auch noch Glitzersteine drauf machen natürlich, wem das besser gefällt. Oder beides auf jeden Fall auch möglich, weil
An Weihnachten darf es schon ein bisschen glitzern und glänzen und dann mache ich mir hier einfach so ein Schleifchen hin an beide Seiten, kürze mir die Bänder ungefähr gleichmäßig ab. So. Und setze mir jetzt da hinten drauf einfach noch einen Streifen Wand Dimensionals, die ich jetzt hier noch habe. Und klebe mir das dann so ein bisschen mit Abstand auf. Und zwar kommt dieses Teil so eher in die Mitte, vielleicht noch ein bisschen mehr nach oben, weil die Sternchen sind, glaube ich, ein bisschen größer als die Häuser, die dann nachher hier unten anstehen. Und bei dem kleinen Etikett habe ich es genauso gemacht. Da habe ich es einfach auf eine Seite hier oben so ein kleines bisschen Bändchen hingemacht und mit so einem kleinen Knötchen noch verziert mit der Silberkordel, auch Abstandspads drauf gemacht und werde das dann hier oben noch so hinkleben. So haben wir schon mal eine richtig schöne Dekoration und können mit unserer Grundkarte weitermachen. Genau, als erstes nehme ich mir noch mal kurz meinen Stempel, denn ich habe vergessen, die Innenseite zu stempeln, das wollte ich noch machen. Und dann nehme ich auch noch mal dieses schöne Set. Diese Sternchen hier, die sind übrigens auch aus dem Stempelset mit den Sternen. Die gehören da dazu, die sind da mit drin. Ist natürlich sehr praktisch. Ich mache mir hier hinten Kleber drauf, nur an die Seiten und an einer langen Seite. Und diese lange Seite, die kommt jetzt auf diese Seite hier rüber, also nach links, damit ich da wie so eine Umrahmung oder eine Halterung für meine Einlegekarte schaffe. Und ihr könnt euch das natürlich auch erst nachher einkleben, wenn wir hier diese Schnitte reingemacht haben. Aber so geht es natürlich auch. So wissen wir gleich, wo unsere Rückseite ist. Und jetzt kommt so ein bisschen das Schwierigste an der ganzen Karte oder das bisschen Aufwendigste an der Karte. Ich habe mir jetzt hier so eine kleine Schablone gemacht. Ich möchte euch aber ganz genau erklären, wie ihr das am besten zuschneidet. Ich habe es immer so gemacht, dass ich hier an der Seite einen Rand von 1,3 cm habe, von außen. Und auch der Rand, der hier zwischen ist, ist immer 1,3 cm. Und diese Länge von meinen Einschubboxen hat bei mir das Maß 3,4 cm. Ihr könnt es gerne an euren Boxen ein kleines bisschen ausmessen, weil wenn man das so zusammengefaltet hat, dann kommt da vielleicht manchmal auch ein bisschen was Unterschiedliches raus, je nachdem, wie eng man das zusammengefaltet hat, wie genau man gefalzt hat. Also meine haben ungefähr 3,4 cm. Und so ergibt sich dieses Maß von 20,1 bei mir in der großen Grundfläche, dass ihr eben 1,3 cm habt und dann immer 3,4 cm. Dann wieder 1,3 Zwischenbereich und wieder 3,4, 1,3 und 3,4 und so weiter. So zieht sich das einmal durch den ganzen Rand. Und ich habe es so gemacht, ich nehme mir da jetzt am besten ein Geodreieck und mache mir von unten, gehe ich einen Zentimeter reinwärts in die Karte, damit die ganz gut steht. Also einen Zentimeter nach oben. Das passt mit dem Geodreieck natürlich immer super. So messe ich mir das aus. Also ich lege mir das ganz sauber hier unten an der Kante an und nehme mir jetzt einen Bleistift. Und ich habe es so gemacht, es gibt verschiedene Methoden. Die eine Methode ist, dass ihr das mit einem Papierschneider schneidet. Aber ich finde, das ist nicht perfekt. Und die andere ist eben die bisschen aufwendigere, würde ich sagen, weil wir das uns genau anzeichnen und dann schneiden. Aber ich finde, so ist es ein bisschen genauer noch. Also ich fange jetzt hier an bei 1,3 cm von der Seite und mache mir dann immer einen Punkt hin und messe mir dann eben 3,4 cm aus. Also bei 1,3 geht es los. Und dann ziehe ich mir meinen Strich bis 3,4 cm, mache mir da auch nochmal einen Punkt hin. Dann gehe ich wieder hin und mache wieder 1,3. Ich meine, ihr könnt euch das natürlich auch ausrechnen, aber ich bin immer so der rechenfaule Typ, muss ich gestehen. Und gehe wieder dann 3,4 cm rüber. Und wieder 1,3 als Zwischenbereich und so geht es immer weiter. So zeichne ich mir diese Linien an. Und dieselben Maße habe ich auch benutzt bei meinen Häuschen und bei den Sternchen, weil die Boxen sind genau gleich. Wenn ihr eure Box jetzt ein bisschen größer macht, dann messt euch das immer an der Box nochmal aus. Und dann habe ich von meiner Boxenhöhe, das ist ja 1,5 cm, bin ich nach oben gegangen, bei 2,6 cm von unten, nach oben 2,6 cm. Ich messe mir das mal nochmal kurz hier aus.
mache mir dann den Punkt hin bei 2,6 cm und ziehe mir da einfach eine gerade Linie, die kann ich nachher wieder wegradieren. Also seht ihr, die obere Linie habe ich eine dünne Linie einfach ganz durchgezogen. Und dann verbinde ich mir einfach diese Linien nochmal und gucke aber immer, also bei dem ganzen Anzeichnen gucke ich immer, dass ich wirklich gerade bin. Ich muss das jetzt auch nicht verbinden, ich könnte es jetzt auch gleich schneiden, denn ich mache das Ganze, ich schneide mir das mit dem Skalpell. Wir haben beim Aufhebhelfer nämlich auch das Skalpell zum Aufsetzen und ich finde, damit ist es am geradsten geworden. Und das kann ich jetzt also direkt gleich machen, dass ich mir hier die Linien, zumindest diese Zwischenbereiche schon mal mit dem Skalpell nachschneide und mich da wirklich fest an mein Lineal hindrück, damit das gerade ist und dass es passt. Und bitte eine Unterlage verwenden, dass ihr da nicht irgendwo in euren Tisch reinschneidet oder so. Genau, und so ziehe ich mir jetzt einfach alle Linien einmal nach und passt auf, weil es wirklich scharf ist. Okay, und so haben wir jetzt hier unsere kleinen Elemente und alles, was noch ein kleines bisschen irgendwo hängt, das kann man sich einfach mit der kleinen spitzen Schere super rausschneiden. Und was ich glaube ich auch empfehlen würde, wäre ein Metalllineal, weil dieses Skalpell ist so scharf, das schneidet auf jeden Fall auch in so ein Geo3 ganz gut rein. So, also hier oben habe ich immer noch so kleine Ecken. Ich wollte immer nicht zu weit rausschneiden. Okay, und jetzt kommt natürlich der große Augenblick, wo wir nochmal testen, ob es auch wirklich hereinpasst oder ob wir an manchen Stellen vielleicht noch nachschneiden. Also ich habe die jetzt ein bisschen enger gemacht als meine erste Probeverpackung. Dann gucken wir mal, dass wir hier die zwei Sterne ein bisschen auseinandersetzen, die nicht so viel ratschen. Nein, hier haben wir nämlich noch diese Bronzeteile dazwischen. Manchmal kann es auch sein, dass die eine Verpackung gut reinpasst und die andere nicht so gut. Jetzt gucken wir mal, oder ob ich die generell ein bisschen zu eng hier geschnitten habe. Wenn es gar nicht reinpasst, macht es auch nichts, dann kann man sich immer noch so einen ganz kleinen Bereich mit der Schere nachschneiden. Aber ich finde, es ist besser, wenn man es sich nachschneidet, wie wenn man zu große Öffnungen hat vorher. Also hier würde ich noch ein bisschen eine kleine Vergrößerung reinschneiden. Und jetzt sehen wir, also es passt alles super rein. Es sind keine großen Löcher entstanden, das ist super. Und man sieht auch, dass wir jetzt bei den Sternchen eher das haben, dass die sich ein kleines bisschen überschneiden. Bei den Häuschen haben wir das eher nicht so. Also die stehen zwar aneinander an, aber die bilden so eine schöne Reihe. Und bei denen ist halt so, manche sind ein bisschen weiter vorne, manche ein bisschen hinterhalb. Aber das, finde ich, macht sich total schön, wie wenn sie sich an der Hand nehmen würden. Also das finde ich total hübsch. Das macht jetzt gar nichts aus. Ich nehme nochmal alle Kästchen raus und radiere mir meine Linie noch weg. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an meine liebe Barbara aus meinem Team. Sie hat mir einen Radiergummi geschickt und der ist so toll. Der ist echt super. Mein Alter hat immer geschmiert wie blöd und der ist perfekt. Also einfach grandios. Vielen Dank, Barbara. Voll lieb. Und jetzt können wir auch gleich hier die Deko aufbringen. Machen wir gleich ganz mutig. Und dann noch einmal unsere Sternchen, Nikoläuse, Engelchen und was wir alles haben. Lebkuchenmännchen. Einsetzen. So, hier wieder mit so einem kleinen Rahmen. Ihr seht, das ist eher im oberen Bereich, also hier unten ist der Rahmen ein bisschen größer. Dann die Sternchen Platz haben. Hier oben sollte der Rahmen ungefähr gleich sein. Und dann bauen wir sie noch mal. Und ihr seht, diese Karte ist auch wunderschön. Ich finde diese Farbkombination mit dem Malve und dem Faungrün und dem Embossen vorne auch total cool. Ich zeige es euch mal von unten, wie das aussieht. Also wie das dann vor euch steht oder auch von der Seite. Da sieht man so ein bisschen die kleinen Verpackungen. Ich habe jetzt momentan nur auf einem einen Deckel drauf, aber ich glaube, ich werde es überall machen. Und als Vergleich eben die Häuschen dazu. Ihr könnt es natürlich auch mischen, ein Häuschen, ein Sternchen. Was ihr halt habt und was ihr machen wollt, könnt ihr da super schön machen. Und vielleicht hat man hier sogar
Ein für ein Mädchen und eins für ein Jungs, weil ich glaube, für Jungs ist das auch eine coole Sache, wenn sie einen Adventskalender bekommen mit 4 Adventssonntagen oder vielleicht, wie gesagt, als Gästegoodie oder ja, als ganzen Adventskalender mit 24 Türchen und lauter kleinen Süßigkeiten drin. Oder eben kleinen Geschenken. Ihr könnt ja auch so machen, dass ihr manche Kästchen offen lasst, auf manchen einen Deckel macht und bei manchen eben eine kleine Karte reinmacht und bei manchen was Süßes, also da seid ihr ja auch komplett. Könnt ihr alles mixen und mischen und machen, wie ihr wollt. Ich möchte mich jetzt bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist mal was anderes. Es ist halt eine adventliche Karte, die man ein bisschen anders umgestalten kann. Und ich hoffe, ihr habt Freude daran, auch Freude und Ideen, die ihr da reinpacken könnt, wie Essensgutscheine, wie gesagt, mal eine Massage, mal, keine Ahnung, eine Kerzenstunde zusammen mit Plätzchen essen, mal einen Glühmarktbesuch. Also da gibt es ja wirklich viele, viele Ideen und ihr werdet bestimmt was finden, was euch da für eure Beschenken gut passen könnte. Oder was weiß ich, eine heiße Schokolade zu Hause oder eine Buchvorlesen für Kinder kann man ja auch machen. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei ganz vielen Ideen und beim Umsetzen dieser süßen kleinen großen, eigentlich großen Karten, aber eine kleine Geste, die halt wirklich herzlich ist und was Schönes verbindet. Und wenn ihr jetzt noch weiterschauen wollt, dann blende ich euch gerne hier noch Videos ein, damit ihr noch gucken könnt. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kreativiert was Neues und wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal und so weiter und so fort. Ihr kennt es schon. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.